Heute beginnt bei Styx Critics die Energy Drink Exploration in Mazedonien. Mit Booster Energy Drink. Oh. Das ist nicht der deutsche Booster, sondern etwas, was ich in einem sogenannten Ram Store hier bekommen habe. Ich denke, Ram Store ist ein Markenname. Jazz Styx präsentiert die koffeinhaltigste Sendung des Internets. Styx Critics. Booster als Name fand ich ja auch in der deutschen Variante bisher schon immer ganz gut, denn einen viel treffenderen Namen kann man kaum finden. Optisch haben wir hier ein merkwürdiges, vielleicht Nintendo-mäßig anmutendes Wesen mit einem offenen Mund und sehr runden Zähnen und einer sehr rosanen Zunge, das den Namen in seinem Mund trägt. Ansonsten nur so ein bisschen grün-schwarzes Gedingseldösel. Da fällt mir jetzt nicht wahnsinnig viel zu ein. Das ist nichts Beeindruckendes. Das ist einigermaßen egal. Preislich liegt dieses Ding beim Ram Store bei 44 mazedonischen Denar. Das sind so zwischen 60 und 70 Cent. Ich erwarte von dem Drink ziemlich wenig. Ich muss jetzt irgendwie versuchen, ihn aufzumachen. Mit einer Hand. Das klappt aber nicht im Bild. Ja, ich habe schon vorher den Eindruck gesammelt, dass die Energy Drinks hier etwas weniger süßlich, etwas säuerlicher, etwas Guarana-lastiger sein könnten. Gerne erzähle ich natürlich auch etwas zu den Inhaltsstoffen, was mir allerdings nicht ganz so leicht fällt, da ich weder Mazedonisch kann, noch die kyrillischen Buchstaben flüssig lesen. Dementsprechend wechsle ich hier mal zu Ungarisch, vielleicht hilft mir das mehr. 32 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter, 400 Milligramm Taurin pro 100 Milliliter, glaube ich. 4000 Milligramm pro Liter, ja, kommt also hin. Ja, und ansonsten so verschiedene Sachen, die ich nicht so richtig identifizieren kann. Inosit, finde ich. Ja, ich glaube, da muss ich aufgeben. Ich trinke diesen mazedonischen Booster Energy Drink auf Skopje. Bis jetzt eine der sehenswerteren Städte Europas für mich. Was aber nicht an den touristischen Attraktionen liegt, sondern eher einfach am Gesamtbild zwischen Prunk und Schrott. Finde ich irgendwie ganz nett. Prost. Ich glaube, das wird hier vor Ort unter normalem Energy-Drink-Geschmack gefasst. Das schmeckt aber weniger energy-drinkig als, oder anders energy-drinkig, als wir das so normal kennen. Der Hauptunterschied ist, dass ihr das Ganze weniger süß ist. Es ist herber, es ist trockener, würde ich sagen, so wie ein Wein trocken ist, also säuerlicher, aber auch noch, irgendwie schmeckt das eine Spur weit edel und trotzdem billig ramschig. Warte mal, das ist ungefähr, was ich über Skopje gesagt habe, ohne mir das vorher zu überlegen. Derbe Parallelen. Ob ich mir das wohl wieder kaufen würde, kann ich nur so neutral sagen, wenn es keine Alternative gibt, bestimmt. Sonst, das ist schon ziemlich unbeeindruckend, uninteressant. Ich glaube, dass generell die Energy Drinks hier ein bisschen anders schmecken und davon ist der, glaube ich, sehr, sehr normal. Scheiße finde ich das nicht. Genial finde ich das auch nicht. Austrinken werde ich diese Halbliterdose. Ja, auf jeden Fall. Gehört hier zu den ziemlich billigen, glaube ich. Kann ich auch empfehlen, den hier vor Ort dann mal zu testen. Es passt ganz gut zum Wetter. Ich habe, glaube ich, gerade so draußen 30 Grad. Da ist es angenehm, wenn das Getränk nicht ganz so süß ist und natürlich gut gekühlt ist. Tschüss und trink nicht zu viel von dem Gift. Vielen lieben Dank fürs Anschauen, Liken, Teilen, Abonnieren und Glocke drücken. Gerne hinterlasst doch auch einen Kommentar, wie ihr das Design der Dose findet oder falls ihr es sogar probiert habt, wie euch das Getränk schmeckt.
Hier ist und bleibt alles subjektiv und tschüssi!